10 plus 1, also 11 Gründe, die du berücksichtigen solltest, bevor du nach Madeira auswanderst. Heute im Video. Viel Spaß dabei. Ja, wie gerade im Intro angekündigt, heute gibt es 11 Gründe, die ich euch nennen will, oder 11 Sachen, Dinge, die ihr berücksichtigen solltet, wenn ihr nach Madeira auswandern wollt. Und ihr seid hier auf einem Immobilienkanal. Also, was ist das Wichtigste erstmal, was ihr wissen solltet? Sind die Wohnkosten. Das ist das, wo wir als erstes drüber sprechen. Dann helfe ich euch natürlich auch dabei zu sagen, wo könnt ihr am besten eine Wohnung suchen? Was sind die Lebenshaltungskosten? Was könnt ihr beruflich hier so machen auf Madeira? Wie sieht es mit dem Transport aus? Wie lernt ihr Portugiesisch? Was machen die Steuern? Wie sieht es mit Einkaufen, Shopping und Verfügbarkeit von Dingen auf der Insel aus? Wie sieht das Gesundheitssystem aus? Freizeit auf Madeira, was gibt es da für Möglichkeiten? Und dann Community und Anschluss finden hier auf Madeira. Das sind die 11 Punkte, die wir heute durchgehen. Starten wir direkt mit den Wohnkosten. Wohnung finden, suchen auf Madeira. Kombiniert, wo willst du überhaupt wohnen? Also erstmal würde ich dir als erstes empfehlen, geh mal direkt hier eine Ferienwohnung buchen und schau dir die Insel an. Vielleicht mal ein, zwei Wochen, bevor dich entscheidest, wo du hinterher langfristig eine Wohnung suchen und buchen und sagen wir mal mieten möchtest, solltest du dir wirklich Zeit nehmen. Geht natürlich auch im Hotel, vielleicht eine Ferienwohnung, Airbnb, Booking oder wie die eingängigen Portale heißen. Da solltest du auf jeden Fall dir Zeit nehmen, dann vielleicht auch für die Zeit zumindest einen Mietwagen nehmen, damit du flexibel bist auf der Insel, dir verschiedene Städte anschauen. Erstmal als allerwichtigste Entscheidung ist Norden oder Süden. Da muss man natürlich auch die verschiedenen Jahreszeiten mit berücksichtigen. Vor allen Dingen im Winter ist es im Süden natürlich viel wärmer als im Norden. Im Norden kannst du trotzdem auch mal im März noch schwimmen gehen, habe ich selber schon gemacht. Es kommt also natürlich auch mal ein bisschen auf den Tag und auf deine eigenen Vorlieben an. Für mich wäre auf jeden Fall der Norden nichts. Für meine Freundin auch nicht, deswegen sind wir hier auf jeden Fall im Süden gut aufgehoben. Und dann ist natürlich auch Kostenfrage ganz wichtig zu wissen, willst du in Funchal in der Hauptstadt leben oder willst du in einer der anderen Städte, sei es Caniço, Caleta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Câmara de Lobos ist noch sehr nah dran an Funchal, da laufe ich nachher wieder rüber. Kann man auf jeden Fall sagen, das macht natürlich einen gewaltigen Unterschied aus. Und ich spreche jetzt erstmal hier von den Kosten von Funchal, von der Hauptstadt. Aber natürlich in anderen Städten, vor allen Dingen im Norden, aber auch in kleineren Örtchen, bekommst du natürlich günstigere Wohnungen als das, was ich hier jetzt annehme. Und natürlich sind das aktuelle Preise. Wenn du aktuell auf den Markt schaust, sind das Preise, die du jetzt zahlen musst und nicht Preise von vor 2 oder vor 3 Jahren zu Corona, zu Covid-Zeiten. Da waren die Mieten natürlich noch weitaus günstiger. Da war nicht so viel los auf der Insel. Da konnte man in den Hotels günstig absteigen. Da konnte man Wohnungen für die Hälfte mieten, wie das, was man heute zahlen muss. Und deswegen fangen wir jetzt mal an. In Portugal nennt sich das alles T0, T1, T2, T3, was auch immer bedeutet Schlafzimmer. T0 bedeutet kein eigenes Schlafzimmer, sondern wie so ein Studio, wo du das Schlafzimmer, Wohnzimmer in einem hast mit der Küche. Dann hast du T1, hast du das erste Mal ein eigenes Schlafzimmer plus Wohnzimmer plus Küche. Also eigentlich immer wie bei uns eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist eine T1, eine Drei-Zimmer-Wohnung ist eine T2 und so weiter und so fort. Was ich der Meinung bin, was man natürlich auch berücksichtigen sollte, ich würde dir empfehlen, wenn du Zeit hast und wirklich langfristig auswandern willst, such dir eine langfristige Wohnung, also mindestens mit einem Jahresvertrag und länger, die nicht möbliert ist. Das heißt, es gibt natürlich immer einen Möblierungsaufschlag. Möbel sind schwer oder sagen wir mal mit langen Lieferzeiten verbunden auf der Insel. Wenn du also hier etwas mieten möchtest und Geld sparen möchtest und langfristig wirklich das meiste für dein Geld rausholen möchtest, dann so wie hier bei mir alles selbst eingerichtet, dauert aber ein paar Monate, bis du die Möbel zusammen hast. Dafür hast du dann langfristig eine günstigere Miete. Das heißt also, wenn wir jetzt von möbliert, nicht möbliert ausgehen, ich spreche jetzt mal von möblierten Wohnungen, von Leuten, die also nicht einen Container schiffen oder sich hier alle Möbel neu kaufen wollen. Also eine möblierte Wohnung, T0, ist, glaube ich, aktuell unter 700 € gar nicht mehr zu bekommen in Funchal. Das ist natürlich von bis. Hier gibt es natürlich auch enorm unterschiedliche Lagen und Preise. Das heißt, wenn du mitten in der Stadt sein willst, mit Meerblick, dann bist du mit Sicherheit schon bei 1000. Wenn du sagst, boah, ich gehe auch oben irgendwo auf dem Berg in der Ecke, kannst du es auch noch für 500 kriegen. Das heißt, es macht natürlich einen enormen Unterschied aus, wo du hier in Funchal bist und was du haben willst. Willst du noch einen großen Balkon haben? Willst du Meerblick haben? Das kostet natürlich extra. Und dann ist natürlich auch die Frage, ist es renovierungsbedürftig und aus 1950 oder ist es gerade neu gebaut und aus 2020? Ein ganz großer Unterschied.
T1 liegen wir irgendwo zwischen 900 bis 1000, würde ich jetzt mal so sagen. Kommt natürlich alles wieder auf die Lage drauf an. Ist es möbliert, ist es nicht möbliert? Beim T2 kann man schon irgendwo zwischen 1000 und 1500 rechnen. Ich habe für meine T3-Wohnung damals hier noch 1500 im Monat gezahlt. Inzwischen, wenn man die möbliert mieten würde, wäre der Preis mit Sicherheit über 2000 Euro. Kollegen sprechen wir schon von 2,5, die man dafür wohin legen müsste. Das heißt, die Preise sind hier natürlich enorm hochgegangen. Wenn man auf Idealista schaut, sieht man langfristig soll die Kaltmiete bei 12 Euro pro Quadratmeter liegen in Funchal, was natürlich bei einer 100 Quadratmeter Wohnung irgendwie T2 dann schon 1200 Euro kalt bedeuten würde. Wobei man hier natürlich nicht ganz so viele Nebenkosten hat wie in Deutschland, weil die Heizkosten wegfallen, hat man hier also überwiegend Elektro, also einfach Kilowattstunde Strom. Und da bin ich ungefähr, je nachdem, ob mal der Whirlpool an ist oder nicht, bei 50 bis 100 Euro für eine T3-Wohnung. Und wenn man dann noch ein bisschen was rechnet für Internet und Gas, je nachdem, was man hat. Bei mir läuft natürlich auch Warmwasser über Elektro. Und wenn du dann natürlich noch zwei, drei Leute zu Besuch hast und hier sechs Leute sind, die regelmäßig duschen und Warmwasser beim Duschen verbrauchen, dann bist du halt eher bei den 100, 120 Euro. Kommt natürlich darauf an, wie viel Warmwasser genutzt wird. Jo, das wäre es mal zu Wohnkosten hier. Du siehst also, je nachdem, wo du in Deutschland bist, in München würdest du sagen, oh, das geht ja, das ist ein bisschen günstiger als bei uns. Wenn du jetzt aber irgendwo mit Osnabrück vergleichst, da sind wir eher so bei 8 bis 10 oder vielleicht mal 11 Euro den Quadratmeter. Da ist es natürlich in Osnabrück günstiger. Und wenn du in Deutschland irgendwo auf dem Land bist oder im Osten, dann kannst du schon günstigere Wohnung kriegen als das, was du hier inzwischen in Funchal zu bezahlen hast. Wenn du aber natürlich sagst, mir ist es nicht so wichtig, dass ich in der Hauptstadt lebe und sage, hey, ich gehe auch irgendwo aufs Land hier auf Madeira, dann kannst du natürlich auch Geld sparen, wenn du aufs Land gehst und dafür kannst du dann vielleicht wieder ein Auto leisten und bist dadurch flexibler. Also das muss man natürlich in seiner Budgetplanung absolut berücksichtigen. Wo findet man jetzt die beste, günstigste Wohnung für den meisten Mehrwert für die monatliche Miete? Ich würde sagen, Idealista ist deine erste Anlaufstrecke. Da kannst du auf jeden Fall ein gutes Gefühl dafür bekommen. Idealista ist wie unser Immobilien-Scout24. Dementsprechend ist da definitiv das größte Angebot. Da gibt es noch ein, zwei andere Apps. Kannst du mal ein bisschen nachsuchen, aber eigentlich sind die alle auch auf Idealista eingestellt. Zusätzlich, wo man noch gut Sachen finden kann, sind verschiedene WhatsApp-Gruppen und auch Facebook-Gruppen. Also Facebook ist hier definitiv nicht tot, sondern auf Facebook und WhatsApp kannst du hier auch noch gut Wohnungen finden. Es gibt genug ja, Leute, die das dort anbieten, aber vor allen Dingen auch über die WhatsApp-Gruppen, die Digital Nomads ganz vorne ran, die kümmern sich darum, die helfen dir, sei es Kurzfristvermietung, sei es Langfristvermietung, die haben ein eigenes Portal. Da auf jeden Fall mal nachfragen, da reinschauen. Da gibt es auf jeden Fall die eine oder andere Möglichkeit, eine günstige Wohnung für einen guten Mehrwert zu finden. Dementsprechend würde ich sagen, da auf jeden Fall auf die Suche gehen. Wenn du da noch Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Da helfe ich natürlich gerne dabei. Lebenshaltungskosten. Das sind natürlich wieder auch ziemlich individuell. Es kommt definitiv auf die Person drauf an. Bist du eher jemand, der jeden Abend essen gehen will, dann bist du hier aus meiner Sicht im Verhältnis günstiger unterwegs als in Deutschland. Kommt natürlich darauf an, in welche Restaurants du gehst. Wenn du immer hier in First-Class-Restaurant mit Stern, Michelin-Stern gehst, ist das natürlich auch nicht der Fall. Aber im Durchschnitt bekommt man hier mehr für sein Abendessen, wenn man hier Geld ausgibt, im Gegensatz zu Deutschland. Kann natürlich in Deutschland auf dem Land auch irgendwo mal wieder günstiger sein, aber wir sprechen jetzt von Großstädten ab 100.000. Deswegen müssen wir dann Funchal damit vergleichen. Aber sobald du hier aufs Land gehst, kriegst du hier auf jeden Fall eine gute Qualität fürs Essen. Jetzt kommen wir zum Supermarkt. Das ist natürlich das, wo man auch viel Geld ausgibt. Und da muss ich einfach sagen, Supermarkt auf Madeira, einige Sachen sind sogar teurer als in Deutschland, einige sind gleich. Hier muss man natürlich gucken danach, dass man Angebote findet. Die haben ganz häufig 40, 50%, insbesondere sowas auf Drogeriemarktartikel, sei es einfach nur Shampoo oder Duschgel oder Deo oder was auch immer. Da gibt es häufig in den großen Supermärkten Kontinente und wie heißen noch Pingodosse, da gibt es auf jeden Fall gute Rabatte. Dann kann man auf jeden Fall ähnlich teuer einkaufen wie in Deutschland. Ansonsten würde ich sagen, tut sich das nicht viel, also supermarkttechnisch plus minus null. Wenn man sonst natürlich ausgeht, ins Kino geht, wenn man was trinken geht, das ist alles schon aus meiner Sicht noch ein Ticken günstiger als in Deutschland. Dementsprechend würde ich insgesamt sagen, sind die Lebenshaltungskosten hier etwas geringer. Kommt auf den individuellen Verbrauch an, aber ich würde sagen, man kommt hier schon mit 70, 80% aus im Gegensatz zu dem, was man in Deutschland zahlen würde. Jo, wenn du noch nicht weißt, was du beruflich machst, solltest du dich natürlich vorher darum kümmern und nicht einfach ohne Plan auf die Insel kommen und sagen, ich habe mal 5.000 Euro gespart, jetzt gucken wir mal, wie weit ich damit komme. Am besten wäre natürlich, wenn du ja, einen Digital Nomad, einen Remote Job hast, den du
in Deutschland oder in ja, einem europäischen Land bezahlt bekommst, was ein höheres Lohnniveau hat hier als Portugal, dann hast du natürlich für dich den Vorteileffekt, dass du dort mehr verdienst als hier der Durchschnitt und deswegen hast du dann hier einen höheren Lebensstandard. Das kann natürlich in Deutschland sein, das kann in der Schweiz sein, das kann aber auch in Österreich, Holland oder den UK sein oder wo auch immer du dann deinen Job findest. Vor Ort gibt es hier viele Jobs in der Tourismusbranche. Ich kenne aber auch Leute, die sich in der Immobilienbranche versucht haben. Was ich dir da raten würde, und da kommen wir dann auch bald schon zum nächsten Punkt, ist, Portugiesisch ist dann doch immer wieder gefragt. Du musst mit deinen Leuten sprechen und Portugiesisch ist dann nun mal die Hauptsprache. Da gibt es mit Sicherheit Wege und Möglichkeiten, dass du auch mit Englisch durchkommst. Aber langfristig kommst du aus meiner Sicht, wenn du hier einen lokalen Job haben willst, an Portugiesisch nicht vorbei. Und da ist der Punkt, den ich hier auch mit auf der Liste habe. Wie lerne ich Portugiesisch? Da gibt es verschiedenste Apps. Da gibt es Babbel, da gibt es, kannst einfach in deinem iPhone suchen, verschiedene Apps, wo du es mit lernen kannst. Und Tandem heißt, glaube ich, noch eins, da kann man sich mit Leuten austauschen. Da musst du schauen, willst du brasilianisches Englisch oder Portugiesisch oder wirklich Portugiesisch haben. Da gibt es natürlich viel mehr Auswahl bei Brasilianisch, weil man halt einfach irgendwie nur 10 Millionen Portugiesen hat, aber irgendwie 200 Millionen Brasilianer. Dementsprechend ist es dort viel einfacher, jemanden zu finden, der brasilianisches Portugiesisch spricht. Hier gibt es aber auch verschiedene Gruppen. Ich habe eine gute Kollegin, Nachbarin hier, die bietet Portugiesisch Unterricht an zu fairen Kursen. Das heißt, wenn ich dich davon mitnehmen soll, du Portugiesisch hier auf der Insel lernen möchtest, gibt es da auf jeden Fall verschiedene Gruppen, wo man in person, aber auch online lernen kann. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du planst, nach Portugal, insbesondere Madeira auszuwandern, auch dort ein wenig Portugiesisch zu lernen. Dann kommt die Frage zum Transport. Brauche ich ein Auto? Brauche ich kein Auto? Also alle wissen, es gibt noch eine Fähre, aber da kann man aktuell nicht selber mitfahren. Ich habe zwar einen gehört, der soll damit gefahren sein, mit seinem Auto oder was auch immer. Auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Das heißt, du musst auf jeden Fall fliegen. In der Regel keine Probleme. Also ich bin ja hier schon sehr, 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 sehr häufig hingeflogen, habe irgendwie vielleicht 2-3 Mal Probleme gehabt, dass es wegen Wind keinen Start gab. Das ist lange her mit der Lufthansa und die TAP hat es hinterher gerichtet. Also fliegen solltest du wollen. Wenn du nicht fliegen magst, ist natürlich ein Problem hier. Ein Auto auf der Insel. Langfristig möchte ich eins haben, ja, aber es kommt darauf an, wo du wohnst. Wenn du mitten in der Stadt in Funchal wohnst, so wie wir, brauchst du aus meiner Sicht kein Auto. Es gibt Bolt, das ist so eine Taxi-Alternative, kostet ungefähr halb so viel wie das Taxi. In der Regel halbwegs vernünftige Verfügbarkeiten zum Flughafen klappt es, vom Flughafen klappt es. Also irgendwie in der Region Funchal Flughafen klappt das gut. Wenn du natürlich viel wandern gehen willst, wenn du viel unternehmen willst, wenn du an die Strände fahren willst, dann solltest du dir ein Auto überlegen oder halt mit Mietwagen arbeiten, je nachdem. Geht hier ein Mietwagen auch mal für 10 Euro los, aber zu schlechten Zeiten kann er auch mal 100 Euro am Tag kosten, wenn richtig viel los ist. Jo, also Transport, Bus, Taxi, Bolt reicht aus meiner Sicht, wenn man in Funchal wohnt. Wenn man mehr auf dem Land wohnt, sollte man sich ein Auto kaufen oder einen Mietwagen mit einrechnen. Kommen wir zum nächsten Punkt, Steuern. NHA ist ein großes Thema, geht noch bis Ende des Jahres, so wie es aktuell aussieht. Vielleicht wird es verlängert, weiß man nicht. Wenn du das nutzen willst, unbedingt noch dieses Jahr eine Wohnung suchen, NHA beantragen, dann hast du Steuervergünstigung. Ansonsten sind die Steuern hier eher teurer als in Deutschland. Das heißt also, die haben auch einen Maximalsatz bei 48%, der ist nur schon etwas eher erreicht als in Deutschland. Dementsprechend Steuern sparen wirklich, wenn möglich, über das NHA. Ansonsten bist du hier steuertechnisch auf jeden Fall nicht besser gestellt. Einkaufen, Shopping und Verfügbarkeiten. Es gibt richtig große Shoppingzentren hier, verschiedene Madeira Shopping, Forum Madeira, Lavi Einkaufszentrum. Es gibt die verschiedensten Shopping Malls hier. Da hast du dann auch halbwegs vernünftige Verfügbarkeiten. Was aber Möbel betrifft und Baumärkte, ist das mit den Verfügbarkeiten immer mau. Da gibt es meistens eine Sache und die haben sie vielleicht nicht verfügbar oder müssen sie bestellen. Dauert 3, 4, 5, 6, 7 Wochen. Das gleiche gilt für Ikea, wenn du da was bestellst. Das dauert auch mal mehrere Wochen. Das heißt also, Verfügbarkeiten sind reduziert im Gegensatz zu dem, was man bei uns aus Deutschland gewohnt ist. Aber auch die Breite, das Angebot ist einfach geringer hier auf so einer Insel. Und manche Sachen sind dann natürlich auch teurer. Und wenn man da natürlich gewohnt ist, dass man auf Amazon bestellt und ist am nächsten Tag da, das muss man sich hier dran gewöhnen, dass das etwas länger dauert. Trotzdem schickt Amazon auch viele Sachen hier nach Madeira für einen kleinen Aufpreis von Versand. Da kannst du Amazon Deutschland nutzen, aber auch Amazon Spanien habe ich schon bestellt. Kommt einfach immer darauf an. Häufig ist Amazon wirklich schneller, als wenn du lokal etwas in einem Laden bestellst. Das dauert in der Regel länger und kommt mit dem Schiff
als Amazon. Amazon schafft es häufig mit dem Flugzeug und dann sind die Sachen in ein paar Tagen da. Das heißt, ich habe schon positive Erfahrungen gemacht, wo ich fürs Haus Duschpaneelen gekauft habe. Die haben irgendwie hier im Supermarkt oder im Leroy Merlin, das ist hier der größte Baumarkt, irgendwie 450, 480 € gekostet und die brauchten noch irgendwie 4 Wochen, bis die da sind. Hast du auf eBay bzw. Amazon geschaut, kostet das Ding 280 €, genau das gleiche und ist innerhalb von 3 Tagen geliefert worden, 3 Stück. Ja, eins haben sie vergessen, ist auch nie aufgetaucht, musste Amazon das Geld zurückerstatten, kam dann ein paar Wochen später. Das passiert immer. Also auch hier mit den Transportfirmen auf jeden Fall nicht immer nur Kirschen essen. Dementsprechend muss man da auch schauen, dass man irgendwie vor Ort ist, dass man sonst eine portugiesische Telefonnummer hinterlegt, wo die einen erreichen können. Dann funktioniert das häufig. Wenn man nicht vor Ort ist, gerade und da jemand verpasst hat und kein Zettel hat, ist es schon manchmal schwierig, sein Paket noch zu bekommen. Jo. Das wären auf jeden Fall die Infos zu Einkauf, Shopping und Verfügbarkeit. Kommen wir zum Gesundheitssystem. Ich kann mich nur erinnern, dass ich vor 2 Jahren mal hier eine Mandelentzündung hatte. Da bin ich ins Krankenhaus gelaufen. Das sind keine 10 Minuten von mir. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich war vielleicht nach 2 Stunden wieder raus. Aber ansonsten konnten die überwiegend Englisch und das hat alles geklappt. Und ich konnte ja ganz normal meine Schweizer, also europäische Krankenkassenkarte hinterlegen. Und dann wurde das dort mit geregelt. Und ich glaube auch, Penicillin muss ich dann kaufen, kostet 10 € in der Apotheke. Also da sind die Preise auf jeden Fall eher günstiger als teurer im Verhältnis. Und krankenhaustechnisch, ja, das Krankenhaus, wo ich da war, ist ziemlich alt. Da muss man wirklich sagen, da könnte man im Vergleich zu Deutschland sagen, hat Deutschland einen höheren Standard, insbesondere zur Schweiz natürlich. Aber hier wird gerade ein riesengroßes neues Krankenhaus gebaut. Ich weiß noch nicht, wann der da plant ist, das fertig zu haben. Ich glaube noch nicht nächstes, vielleicht übernächstes Jahr. Wenn das Krankenhaus fertig ist, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es hier einen super Standard hat. Es gibt auch ein Privatkrankenhaus, da muss ich immer für die PCR-Tests hin. Da bin ich wirklich dann immer einmal zum Abflug hin und habe dort PCR-Tests gemacht. Das war wirklich neu, modern. Das heißt, wenn du privat versichert bist, bist du jetzt schon auf der guten Seite. Wenn du krankenversichert bist, normal in der gesetzlichen, dann musst du auf jeden Fall mal schauen, ob du dir eine Zusatzversicherung holst. Ich habe auch von den Portugiesen gehört, dass es hier wirklich lange Wartezeiten gibt, bis man dann einen Termin beim Arzt bekommt. Das mag also ähnlich sein wie in Deutschland. Da auf jeden Fall nochmal informieren, wie du dich hier zusätzlich absichern kannst, um den deutschen Standard, wenn man denn davon sprechen kann, zu wahren. Kommen wir zu Freizeitaktivitäten. Ich habe gerade einen Arbeitskollegen, der ist hier zu Besuch gekommen, der kann hier runterlaufen, der ist in 5 Minuten am Meer und geht tauchen. Da gibt es eine Tauchschule, ist eine super Sache. Tauchen gehen kannst du hier. Du kannst surfen, da gibt es verschiedene Strände, wo du gut surfen kannst, ein bisschen besser im Norden als hier im Süden. Dann ist es so, Wandern. Ich habe einen Kollegen, der macht hier Madeira Hiking. Die machen irgendwie wöchentlich Wandertouren. Da gibt es richtig geile Wanderwege. Wir gehen jetzt Sonntag mit den Digital Nomads zusammen wandern, von Pico zu Pico. Das ist, glaube ich, der zweithöchste zum höchsten Berg. Und dort sich den Sonnenuntergang anschauen. Es gibt auf jeden Fall richtig coole Wanderstrecken. Levada Gorges, Levada sind ja diese Wasserkanäle, die es hier auf der Insel gab. Da muss ich wirklich sagen, hier hat Madeira einiges zu bieten. Und Paddel ist auch noch ein Sport, der hier gerne gespielt wird. Wenn du jetzt hörst Paddeln, dann denkst du irgendwie so an einen Kanu und auf dem Meer irgendwie mit einem Paddelboot. Nein, das ist nicht der Fall. Paddel ist eine Kombination von Tennis und Squash. Und auf jeden Fall cool, habe ich selber auch schon gespielt, kann ich auf jeden Fall empfehlen, auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, und ansonsten hast du natürlich sämtliche Wasseraktivitäten hier. Du kannst hier Paragliding machen, du kannst hier aber auch mit dem Jetski fahren. Das heißt, du hast hier auf jeden Fall einiges zu bieten. Es gibt Jeep-Wandertouren, es gibt so ein, wie nennt sich das, Sightseeing-Bus. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Freizeitmöglichkeiten. Es gibt Fußballvereine hier, es gibt Basketballvereine. Du hast also alle Möglichkeiten, die du dir vorstellen kannst, auch hier auf der Insel freizeittechnisch. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Punkt und aus meiner Sicht auch einer der wichtigsten: Community und Anschluss finden. Wie kann man sich hier integrieren? Findet man hier portugiesische Freunde? Findet man hier internationale Freunde? Und da muss ich sagen, man findet wirklich beides und die Leute sind offen, sind heiß darauf, neue Leute kennenzulernen. Wie gesagt, über WhatsApp-Gruppen, über Facebook-Gruppen kannst du hier immer wieder neue Leute kennenlernen. Die sind immer offen dafür, dass du irgendwo mitmachen kannst, sei es die Digital Nomads-Gruppen, aber auch, wenn du einfach offen bist und so wie ich, als ich hier neu hingekommen bin, habe ich öfters mal zu Grillabenden eingeladen und hat einfach in die Gruppe geschrieben. Und da war dann die Hälfte international, die Hälfte war portugiesisch. Und da sind heute noch viele Freunde mit dabei, auch von Portugiesen, die dann genauso gerne mal zu Grillveranstaltungen kommen, die du noch irgendwo auf irgendwelchen Partys siehst. Da muss man wirklich sagen, Madeira ist dann wirklich mehr ein Dorf, ist halt eine Insel und man sieht immer wieder
Leute, die man schon mal gesehen hat. Das heißt, wenn du einfach mal auf eine Party gehst, wie so ein Purple Friday am Freitagabend, dann liest du auf jeden Fall 10 Leute, die du vorher schon mal gesehen hast, die kennst du. Das liegt natürlich auch daran, dass jetzt nicht an einem Freitagabend 20 verschiedene Partys sind, sondern vielleicht 3 und die meisten Leute gehen entweder dahin oder dahin, weil sie lieber Techno-Musik oder lieber House oder lieber Hip-Hop haben und deswegen siehst du immer wieder viele der gleichen Leute an den gleichen Bereichen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, es ist einfach hier Anschluss zu finden und deswegen kannst du hier auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken und irgendwo alleine in deinem Zimmer verbringen, sondern du findest hier Anschluss, lernst neue Leute kennen und kannst dich hier gut auf der Insel integrieren. Ja, das waren meine 10+1 Punkte von den Sachen, die du hier auf Madeira unbedingt berücksichtigen solltest, bevor du darüber nachdenkst, auszuwandern. Wichtig ist, glaube ich, wirklich nochmal, geh hier mal 2-3 Wochen hin, guck dir die Insel in Ruhe an, damit du auch weißt, wo du hinterher wohnen möchtest. Die Zeit solltest du dir nehmen. Das waren meine Tipps. Jetzt ist noch die Frage, hast du noch irgendwelche Fragen offen, die du gerne noch wissen würdest, bevor du darüber nachdenkst, hier nach Madeira zu ziehen? Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Like da lässt, damit die Leute auch wissen, dass das Video gut ankommt und dass das informativ für euch ist, bevor du hier nach Madeira gehst. Wenn du noch Fragen hast, schreib es in die Kommentare. Wenn du irgendwie Anmerkungen hast zu meinen Punkten, die ich hier genannt habe, schreib sie mal auch gerne in die Kommentare. Und wenn du immer über neue Videos als erstes informiert werden möchtest, dann abonniere hier oben unbedingt meinen Kanal. Dann wirst du immer als erstes über neue Videos informiert. Aktiviere die Glocke hier, stell das auf alle, dann kriegst du auch jedes Video sofort mitgeteilt, wenn ich das hochlade. In der Regel mache ich immer ein Video pro Woche, das kommt meistens Freitag, Samstag hochgeladen. Und das geht in der Regel um die Themen Madeira, Immobilien, natürlich auch in Osnabrück und so ein bisschen Unternehmertum. Was kann ich mit meinem Geld machen, wo kann ich das anlegen? Ja, und wenn du noch einen Tipp hast für ein neues Video, wo du sagst, hey, da solltest du unbedingt mal ein Video drüber machen, dann schreib es mir auch in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende oder wann auch immer du das Video siehst, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Viel Spaß, alles Gute, Dennis von Immo Incubator. Ciao, ciao.